Bekannt wurde Michael Landon in den 1960er Jahren durch seine Rolle in Bonanza, später spielte er Charles Ingalls in Unsere kleine Farm. Sein Leben endete viel zu früh. Bereits im Alter von nur 54 Jahren verstarb er infolge seiner Krebserkrankung am 1. Juli 1991. Der Schauspieler hatte erst ein paar Monate zuvor publik gemacht, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet. Dass er so schnell von der Welt Abschied nehmen musste, war ein großer Schock. In einem von Michael Landons letzten Interviews mit dem Magazin Life erzählte er laut Cheat Sheet, dass er die Chemotherapie abgesetzt hatte. Ich hasse den Gedanken, dass mir tödliche Chemikalien injiziert werden und ich keine Kontrolle mehr über mein Leben habe. Also beschloss ich, die Chemotherapie abzubrechen, zumindest vorläufig, und etwas anderes zu versuchen, so Michael Landon. Er fing zwar mit der Chemotherapie an, nachdem er sich sehr schlecht gefühlt hatte, doch besonders hoffnungsvoll scheint er nicht gewesen zu sein. Die Chancen auf Heilung würden bei seiner Krebsart nicht so gut stehen, erklärte Michael Landon damals. Der Unsere kleine Farmdarsteller zeigte sich vor allem über seinen Arzt verärgert, denn dieser soll gesagt haben, dass eine Chemotherapie seine einzige Chance wäre. Michael Landon wollte aber auch alternative Methoden zur Behandlung ausprobieren. So hatte er sich entschlossen, seine Ernährung umzustellen. Auf dem Speiseplan des Schauspielers standen vor allem Früchte und Gemüse. Laut eigenen Angaben wurde er seine Bauchschmerzen durch seine neue Ernährungsweise los. Im Interview mit Life habe sich Michael Landon über seine Ärzte beschwert, da er der Meinung war, dass diese nur mit Medikamenten versuchen würden, seine Symptome zu behandeln. Michael Landon war überzeugt davon, dass ihm auch alternative Behandlungsmethoden helfen könnten, die Schmerzen zu lindern. In der Zeit, bevor er starb, betonte er stets, kämpfen zu wollen. Wie man aus folgendem Zitat aus dem Interview herauslesen kann, war er auf alles vorbereitet. Sehen Sie, es gibt zwei Dinge, die passieren können. Ich kann gewinnen oder ich kann verlieren. Und mit beidem kann ich umgehen, erzählte er laut Cheat Sheet gegenüber dem Magazin Life. Laut den Krebsdaten des Robert-Koch-Instituts weist Bauchspeicheldrüsenkrebs neben Mesothelium die niedrigste Überlebensrate unter allen Krebserkrankungen auf. Demnach überleben nur etwa 7-8% der Erkrankten die ersten 5 Jahre nach der Diagnose. Michael Landon starb bereits 3 Monate, nachdem er mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen war. Der Krebs soll auch die Leber des beliebten Schauspielers befallen haben. Er konnte den Kampf gegen den Krebs schlussendlich leider nicht gewinnen.